Also heute starten wir mal gemütlich in den Tag mit der Behandlungseinheit. Optisch ansprechend, bequem für den Patienten, ergonomisch für den Behandler und einfach in der Pflege sollte sie sein. Gleichzeitig ist sie aber auch das Herzstück einer Zahnarztpraxis und kann den Wert und die Attraktivität einer Praxis enorm steigern. Wir schauen uns heute auf der IDS aktuelle Behandlungseinheiten an. Und los geht's mit der Unika von Cavo. Wir sind bei Cavo, das ist die Unika, auf den ersten Blick schon mal sehr beeindruckend. Frau Ludwig, was zeichnet denn die Einheit aus? Die Einheit hat alles, was eine wunderschöne, kompakte Einheit so braucht. Ich habe ein tolles, sportlich kompaktes Design. Ich kann sie in allen Höhen und Varianten anpassen, dass sie sich in jede Praxis wunderbar einschmiegt. Und ich habe wunderschöne Details überall in der Einheit verteilt, die dann im alltäglichen Leben so Spaß machen sollen. Ein Highlight gibt es aber noch, oder? Ja, sogar mehrere. Ich habe ein wunderbares Touch-Display. Ich sage immer, wenn man weiß, wie man ein Smartphone bedient, komme ich auch damit wunderbar klar, selbst ohne Einweisung. So ein kleiner Wow-Moment ist immer unsere Diagnocam mit einem wunderbaren 3-in-1-Modus, Transillumination, Fluoreszenzmodus und wunderbare HD-Aufnahmen intraoral. Gerne mal ausprobieren. Ja, gerne. Ah, vielen Dank. Damit habe ich jetzt auch den Durchblick. Wir sind bei Anthos und das ist ja der Bestseller, die A7. Was zeichnet denn die A7 aus, Herr Reibold? Unsere neue Anthos A7 ist jetzt noch innovativer. Wir haben zum Beispiel NFC-Technologie. Somit können Sie bis zu 20 Behandlerinnen und Behandler in diesem neuen A7 abspeichern. Des Weiteren haben wir Sprachsteuerung. Sie können der Einheit sagen, wo möchten Sie sie haben, was möchten Sie machen. Und natürlich auch ein Riesenmehrwert ist die Composite-Erkennung im Patientenmund. Dank unseres neuen Mikromotors und das einfache und verbesserte Display für die Behandlerin oder den Behandler. Sie sehen es auch hier, es ist sehr einfach, sehr intuitiv. Wie gesagt, 20 Personen können sich dieses auch so einstellen, wie sie es möchten und auch auf ihre Bedürfnisse natürlich anpassen. Gibt es ein Feedback von den Anwendern? Ganz klar ist hier das Stichwort Einfachheit. Sie sind in der Lage, innerhalb von 20 Minuten sich ihre Einheit auf ihre Bedürfnisse zu konfigurieren. Und dann können Sie ganz einfach auch loslegen. Also so einfach, das kriege ich auch hin. Ein absoluter Hingucker, an dem man nicht vorbeikommt, ist die Flow von XO. Herr Lasch, was macht denn die Einheit für den Zahnarzt so besonders? Also die XO Flow hat einen integrierten PC, der auf Windows 10 läuft und wir haben Dental Apps. Diese Dental Apps erlauben dem Zahnarzt, externe Geräte in der Praxis oder Softwarelösungen an den Dentalstuhl anzubinden. Somit braucht er weniger Geräte, um seine Behandlungen durchzuführen. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist das Dashboard. Das Dashboard ist eine interaktive Berührungsoberfläche, auf dem die Instrumente abgelagert sind. Beim Ziehen eines Geräts haben Sie hier jetzt hinterlegt Einstellungen. Hier zum Beispiel haben Sie gerade die Reciproc-Endo-Funktion eingestellt, bei der man mit der WaveOne-Lizenz hier Endo-Applikationen machen kann, ohne externes Gerät. Was ist denn das Feedback der Anwender? Einige Anwender haben uns gesagt, eure Dentaleinheit ist der Tesla der Dentalwelt. Wow, Hightech. Nur behandeln müssen Sie noch selber. Wir sind bei Dentsply Sirona und das ist ja die Axano. Man sieht schon, seit der M1 hat sich optisch viel getan. Was zeichnet denn die neue Einheit aus, Herr Grischke? Ja, herzlich willkommen erstmal am Stand von Dentsply Sirona. Sie haben schon alles richtig gemacht. Sie haben sich für ein sehr elegantes Behandlungsgerät entschieden. Sie sehen es auch hier von der Seite. Wir haben also ein ganz schönes, elegantes, neues, smartes Design in Hochweiß. Wir haben ein ganz tolles, riesiges Touch-Display. Wir haben eine tolle Leuchte. Das Arztelement fährt motorisch. Wir haben ein sehr bequemes Polster, was Sie nachher im Anschluss noch gerne einmal testen können. Und ja, wir sind sehr stolz auf unser Flaggschiff von Dentsply Sirona. Gibt es ein Feedback von den Anwendern, was Ihnen besonders im Kopf geblieben ist? Ja, die ersten Feedbacks sind tatsächlich überzeugend. Wir freuen uns sehr, dass die Zahnärzte zufrieden sind mit den exzellenten Workflows. Das Gerät ist sehr schnell und einfach auf den Endomodus zu bringen. Wir können Implantatfunktionen einfügen. Wir können nahezu jede Therapiefunktion abbilden. Und der Vorteil ist, das Gerät passt sich dem Zahnarzt an. Toll. Ja. Und jetzt? Wollen wir es mal ausprobieren einfach? Ja. Nehmen Sie doch einfach mal Platz. Und jetzt haben wir hier noch ein Highlight für Sie, eine Massagefunktion.
Spannend und entspannend zugleich. Schön. Unser Fazit? Der Trend bei den Behandlungseinheiten geht in Richtung Ergonomie und eine Vielfalt an Funktionen. Und diese Vielfalt richtig einzuordnen, das ist gar nicht so einfach. Wenn Sie auch die aktuellen Behandlungseinheiten testen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal bei Henry Schein in den regionalen Niederlassungen vorbei. Dort sind auch viele verschiedene Veranstaltungen rund um die Neuheiten der IDS geplant. Dort finden Sie natürlich auch viele erfahrene Fachberater, die Sie herstellerübergreifend beraten und die passende Finanzierungslösung finden. Ja, das war's von uns von der IDS. Was mache ich jetzt? Feierabend!